Mit der traditionellen Neujahrssitzung hat der Zollernalbkreis das Jubiläumsjahr 2023 eingeläutet. Vor mittlerweile 50 Jahren wurde der Kreis gegründet. Landrat Günther Martin Pauli gewährte einen Ausblick auf das neue Jahr. Zum Jubiläum hatte man es sich aber auch nicht nehmen lassen, mit einigen Persönlichkeiten ein wenig in der Vergangenheit zu schwelgen. Es ist soweit. Mit dem Jahreswechsel ist der Zollernalbkreis in seinem Jubiläumsjahr angekommen. In einer gut gefüllten Balinger Stadthalle eröffnete Landrat Günther Martin Pauli die Neujahrssitzung. Auf die Erfolgsgeschichte der vergangenen 50 Jahre blicke man nicht zuletzt auch wegen der Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden zurück, ohne die man die Herausforderungen nicht hätte bewältigen können. Auch in Zukunft ginge es nur gemeinsam. Die 25 Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis packen auch Herausforderungen gemeinsam an. Und da hat man in den letzten Jahren, ob das Naturkatastrophen waren, wie seinerzeit das Hochwasser im Killertal, oder aber auch, wenn es um die Flüchtlingshilfe, die Landeserstaufnahme in Meschstetten, aber auch jetzt aktuell die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Aus verschiedenen Orten in der Umgebung waren Persönlichkeiten gekommen, die mit dem Zollernalbkreis verbunden sind. Dabei wurden vor allem Anekdoten aus den letzten 50 Jahren ausgetauscht. Neben dem Präsidenten des Landkreistags Joachim Walter und Bonita Krupp von der Firma Trigema waren auch Ex-Landrat Heinrich Hasis und die Burgverwalterin der Burg Hohenzollern, Dr. Anja Hoppe, bei der Jubiläumsdiskussion zu Gast. Die Burg ist das Aushängeschild des Landkreises. Und dort fühlt sich Anja Hoppe trotz aller internationalen Bekanntheit nach wie vor wohl. Na, das ist mein Arbeitsplatz, das ist mein Lieblingsarbeitsplatz, das ist meine Mission. Und ich gehe da jeden Tag gerne hin und meine Mannschaft ist großartig und natürlich die Burgherren auch. Und ich liebe diese Burg, das muss man ganz einfach so sagen. Neben den dauerhaften Sehenswürdigkeiten wie der Burg stellen im Jubiläumsjahr aber vor allem Programmpunkte wie die Landesgartenschau in Balingen ein Highlight dar. Selbstverständlich werden wir auf der Gartenschau diese einmalige Kulisse nutzen in Balingen dieses Jahr, wo wir mit verschiedenen Veranstaltungen, kleineren, größeren, Kleinkunstgeschichten, aber auch Attraktionen versuchen, für Groß und Klein was auf die Beine zu stellen. Mitte des Jahres soll außerdem ein Buch erscheinen, das den Kreis und das Jahr in Bildern darstellt, so Pauli weiter. Joachim Walter erzählte im Dialog von seiner Zeit als erster Landesbeamter im Zollernalbkreis. Hier habe er eine Heimat gefunden und beruflich viele Erfahrungen gesammelt, vor allem im Umgang mit den Menschen. Gut, ich habe natürlich gelernt beim früheren Landrat Heinrich Hasis und bei seinem Nachfolger Willi Fischer, dass man Verwaltung eben für den Menschen macht und nicht gegen die Menschen, dass wir auch darauf achten, welche gesetzlichen Vorgaben sind wirklich notwendig und welche sind es nicht. Ansonsten würde man die Menschen nur überladen, so Walter weiter. Auch Landrat Pauli wies im Rahmen der Veranstaltung darauf hin, dass trotz der Feierlichkeiten auch in Zukunft noch viel zu tun sei. Ja, wir haben natürlich noch große Baustellen vor uns. Wir planen gerade das Zentralklinikum zwischen Albstadt und Balingen und der Ausbau der Zollernbahn, die Regionalstadtbahn, wollen wir gemeinsam mit den Nachbarn ebenfalls anpacken. Daher werde trotz des Erfolges in der Vergangenheit auch in Zukunft keine Langeweile aufkommen. Abgeschlossen wurden die Feierlichkeiten mit der Übergabe eines Schecks, der einem Balinger Flüchtlingsprojekt zugutekommt.